Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir sind hier in der Vault 114 und möchten gerne eine Quest machen. Und zwar Mein Valentine. Und diese Quest soll uns irgendwann mal zu unserem Sohn führen. Oh, und da wird es auf einmal finster. Ich hoffe mal, dass wir weiter ins Innere dieser Vault vordringen. Schaut auch so aus. Servus, Edda. Ja, wir sind hoffnungslos überladen, genauso wie Edda. Sie kann auch nichts mehr tragen. Wir sind beide voll wie Christbäume und ja, somit gehen wir eben durch diesen Dungeon, der hoffentlich nicht mehr allzu groß ist. Weil... Naja, wobei es eh wurscht, wie groß er ist, weil ich freue mich ja schon irrsinnig drauf, das ganze Zeug wieder rausschleppen zu dürfen. Und wahrscheinlich muss ich zur nächstmöglichen Bergbank zu Fuß gehen. Na, Valentine, wie geht's? Hallo, Tino. Hast du Hunger? Willst du einen Happen zu essen? Aber nur weiter, Fleischklotz. Du hast Skinny Malone mehr Zeit, sich zu überlegen, wie er dich kalt macht. Erzähl keinen Mist, Valentine. Du hast doch keine Ahnung von irgendwas. Tatsächlich? Ich habe gesehen, wie er deinen Namen in sein schwarzes Buch geschrieben hat. Mieser, kleiner Kartenbetrüger waren, glaube ich, seine Worte. Dann hat er den Namen dreimal durchgestrichen. Dreimal durchgestrichen? Im schwarzen Buch? Aber... Oh nein. Das muss ich gerade biegen. Und zwar schnell. Was zum... Verreck in der Hölle! Was? Edda, was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Du solltest dich doch verstecken. Eigentlich. Boah, ich kann so schnell gehen. Edda macht schon wieder alles platt. Danke, Edda. Super. Weil ich so schnell laufen kann, ne, konnte ich den jetzt nicht besiegen. Toll gemacht. Servus, Haufen Asche. So, das nehmen wir auch alles mit. Ist eh schon wurscht. Ja, da tun wir gleich entsperren. Halt. Halt. Ja. Nein. Jetzt vielleicht. Jawohl. Super. Geschafft. Golduhr. Nein, so bitte. Golduhr, Kombischraumschlüssel, Skalpell und Superkleber. Na, perfekt. Katschang. Hey, du da. Ja. Ich weiß nicht, wer du bist. Aber wir haben 3 Minuten, bevor die merken, dass der dämliche Muskelberg nicht wieder... Ja. Admin-Log. Passwort erforderlich. Hallo, Vault-Bewohner. Bitte Nummer 10. Ihre Nummer ist 998. Bitte warten Sie, bis Ihre Nummer aufgerufen wird. Der Aufseher wird sich dann um Sie kümmern. Wir wünschen Ihnen noch einen guten Tag. Überbrücken, ey. Tür wird geöffnet. Super. Schön. Hallo. Servus. Boah, du hast gelbe Augen. Witzig. Da wird die Jungfrau in Not tatsächlich selbst zur Retterin. Aber die Frage ist doch, warum riskiert unsere Heldin so viel für einen alten Privatdetektiv? Was bist du? Das ist kompliziert. Schon suchen. Suche einen Mörder. Was bist du? Was bist du? Wie gesagt, ich bin Detektiv. Klar, die Haut und die Metallteile sind nicht sonderlich vertrauenerweckend. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Im Moment interessiert mich nur, warum du dir die Mühe gemacht hast, mich zu befreien. Das ist kompliziert. Sean suchen. Ja, mein Junge. Mein Baby ist verschwunden. Es heißt Sean und wurde entführt. Aber ich weiß nicht, von wem oder wohin. Ein entführtes Kind, ja? Dann bin ich genau der richtige Mann. Wenn auch am falschen Ort. Ich sitze hier seit ein paar Wochen im Bau. Hat sich herausgestellt, dass die vermisste Tochter, die ich suchte, gar nicht entführt wurde. Sie ist Skinny Malones neue Flamme. Und sie ist ein fieses Miststück. Aber egal. Du hast ein Problem und ich helfe gerne. Aber nicht jetzt. Wir müssen hier raus. Dann reden wir. Okay. Dann schau mal, weil hier sehen wir eine Sprachwackelpuppe. Also. Wackelpudding wollte ich schon wieder sagen.
Alle Händler haben dauerhaft 100 Kronkorken mehr zum Handeln. Schön. Hier waren Fisch. Ich müsste mal sowas aufstellen, oder? Keine Ahnung, was mit den alten Besitzern passiert ist, aber Miete kassieren sie keine mehr. Ein leerer Vault. Das perfekte Versprechen. Jo, Jiraiya. Ich wusste es, dass er lebt. Naruto, ne? Jiraiya, die Synchronstimmen. Stimmt eh. Jojo, da haben wir noch ein paar Tablettis und Tablettchen. So, und hier? Was haben wir hier für ein Terminal? Willkommen Mitarbeiter. Nochmal dasselbe wahrscheinlich. Willkommen Aufseher. Ich hoffe, es geht Ihnen gut und der Wechsel in die neue Position ist für Sie problemlos verlaufen. Ihre Ernennung zum Aufseher ist aufgrund Ihres hervorragenden Abschneidens in unserem Auswahlverfahren zustande gekommen und wir alle hoffen, dass Sie die in Sie gesetzten Erwartungen erfüllen können. Machen Sie sich aber bitte keine Gedanken, denn wir haben Sie aufgrund Ihrer natürlichen Stärken, Ihrer Führungseigenschaften und Ihrer einzigartigen Persönlichkeit ausgewählt, so eine Arschlöcher. Wir glauben, dass Sie perfekt dafür geeignet sind, um diesen Vault in die neue Welt zu führen, die der Atomkrieg mit sich bringt. Also keine Sorge. Entscheiden Sie einfach nach Gefühl, dann wird schon alles klappen. Viel Glück, Voltec mit, Mitarbeiter, genau, Management, Entschuldigung. Voltec Management, diese Arschlöcher, echt. Ich entscheide immer aus dem Bauch heraus, so. Ja, Edda, versperr mir nur wieder den Weg, hast eh recht. Aber kannst du sagen, was du willst, auf den Schreibtisch hier haben sie noch Wert gelegt. Die Leute hier, so. Jetzt gehen wir halt wieder raus, ne? Dum, dum, dum. Da, dum, dum, dum. Da, dum, dum, dum. Da, ra, ra, ram. Bam, bam. Da, ra, 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 ram. Dum, dum. Da, ra, 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 ram. Dum, dum. Dum, dum, da, ram. Hier war ich ja noch nicht. Ah, da ist was. Da-da-da-dam. Da-da-da-dam. Da-da-da-da-dam. Da-da-dam. 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 Prost. Da-da-dam. 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 Wo geht Moment, es hier denn bitte hin? Da sind sie ja. Also, wie erledigen wir das? Mit roher Gewalt? Würde ich vorschlagen? Hey, Dino! Lass den Detektiv in Ruhe und komm hier rüber! Wo zur Hölle steckt der? Er ist tot. Das habe ich kaum gespürt. Kommt jemand. Genau wie du. Ich glaube, wir sind nicht allein. Wir sind wohl nicht allein. Nein. Ah, was willst du? Lass dich doch erschießen. Ah, okay. Das bringt sie nicht. Halt. Das bringt sie nicht viel. Tja, na, komm her. Nicht anders geht. Ja, super. Jetzt muss ich nachladen auch noch. Trottel? Was bist denn du für ein Depp? Geht ja. Waren das jetzt alle? Dam, 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 dam. La, 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 la. Ist hier jemand gestorben? Nein, 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 nein. Hier ist keiner gestorben. La, 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 la. Aber hier liegt einer. Dam, 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 dida. Sonst ist alles mitgenommen. Dam, dida, dam, dida. Nix wie raus hier. Dam, dam,
Die Harte lautet nur was. Nun, ja. Solange es klappt. Jupp. Arme Schwein, das wir rufen da. Also wir sind's nicht. Jetzt hier rein. Ja, da liegt tatsächlich was. Supi. Welch sauberes Klo. Da drüben. Und hier drüben. Was haben wir da? Ah, da haben wir einen Eimer. Alter, wie viel Putzmittel haben die denn noch? Super schaut's da aus. Was haben wir da? Super. Her mit dem Graffel. Eimer. Boah, wir sind hoffnungslos überladen. Schlimm ist sowas. Die Tür hier ist im Eimer. Mal sehen, ob ich sie auch bekomme. Ja, mach mal. Ich gehe mal einen Schritt zurück oder zwei. Fast geschafft. So, jetzt. Das geht deutlich einfacher, wenn das Schloss nicht auf der anderen Seite ist. Ja, da hast du recht. Naja, der rennt schon mal weg. Ich kann leider nicht mehr laufen. Ich hab's im Knie, weißt du? Jetzt catcht der schon ohne mich. Verstehst du, bis ich oben bin, ist schon alles hin. Ah. Jawohl. Was? Ich schon mal. Bist denn? Rotel. Kannst du aufhören? Geht ja. Hey, Valentine. Hilf mir hier raus. Dann helfe ich dir. Ja. Okay, sehr lustig. Zurück an die Arbeit. Ganz verrückt. Ja, ja. Da haben wir sonst nichts. Ist hier noch was drin? No. Alter. Wie bitte? Du bist ein Sünf? Also doch. Gemütliches Kissen. Wieder ein Putzmittel. Alkohol. Ja, unglaublich überwältigende Geschichte. Du hast eine Ausgabe von unglaublich überwältigende Geschichte gefunden. Du erhältst plus 5 Aktionspunkte. Supi. Da freuen wir uns. Ja, mit dem Graffel. Kann nicht weit sein. Wo ist denn da wer? Der Schein, wie du siehst. Tschüss! Wow, da ist aber noch schön, oder? Was haben wir hier noch drin? Nix. Da ist unser Opfer. Ja, was soll ich denn machen, wenn du nichts mehr tragen kannst, Edda? Muss ich halt alles schleppen. Wo ist denn da wer? Ja, das ist wieder klar. Ich tue der Welt ja auch einen Gefallen. Luft ist rein, denke ich. Hört ja. Hoppala. Nein, Entschuldigung. Jetzt haben wir's. Alter, da geht's immer um, ne? Alter. Hallo? Jawohl, die Punkte zählen. Gott sei Dank. Da kann man leider wieder nur gehen. Ich muss hier mal ein bisschen mich umschauen tun. So, hier mit dem ganzen Zeug. Da, da, dam, da, da, dam. Hier ein paar Eimerchen. Dann hier wieder was. Boah, wir haben hier Graffel. Das ist ja übel. Das glaube ich kaum. Ist da jetzt noch so ein Hampelmann? Ich muss mal nachladen. Wischmob und Eimerchens. Jawohl. Ram, dam, ram, baram. Ah, hier, nein. Jede Sekunde, die du dich versteckst. Los, richtig. Hau du nur ab.
Da. Da ist nix. Dann nehmen wir alles mit. Moment. Was zum... Was zum Teufel macht sie da bitte? Ihr könnt nicht einfach so weglaufen. Ich bin ja nicht so schnell. Zipfelklatscher, echt. Rennt er irgendwo in der Quellgeschichte rum? Was zum... Alter Schwede, wow, da sind viele, so viel Geschirr. Da. Bechern, Haufen. Hier ist überhaupt nichts. Boah, ey. Ich dreh wohl langsam. Ja. Du bist einfach nur gestört, das wissen wir eh. So. Boah, da ist Graffel drin, ne? So, da natürlich alles mitgenommen. Boah, Schiwiki, ne, da brauchst du ein Inventar. Also, puh. Runtergeschmissen. So. Ja, schön ausgeleert. Super. Was denn? Fürchtet ihr Deppen euch jetzt schon vor euren eigenen Schatten? Jupp. Zurück an die Arbeit. Du brauchst keinen mehr befehligen. Ich glaube, da gibt's keinen mehr. So, haben wir da jetzt alles mitgenommen. Halleluja. Ich sag das Inventar schon, bitte nicht, nicht noch mehr. Alles voll. Alter Schwede. Ich sehe schon kommen, ich kann heute heimlatschen. Wer hat diesen verdammten Wort gebaut? Ein Fitnesstrainer? Ja, schaut aus. Damit man fit im Schritt bleibt. Ist da was drin? Nö. Na, ist wurscht. Jawohl, getroffen haben wir. Super. Ah, das geht so. Na, wo ist er denn? Mistkerl? Steh weg. Komm raus, du Arsch. Puh. Der verträgt was. Jawohl, der eine ist schon wieder besiegt. Komm raus, du Depp. Erstmal was. Wo ist denn jetzt hin schon wieder? Da unten. Hä? Moment, ist das schon hin? Gut. Gefällt mir. Keine Punkte bekommen. Gefällt mir nicht. Was haben wir da Schönes? Nix. Großartig. Des Mutantentöters unter Unterhebelgewehr. Mhm. Oh ja, kann man sicher aufbessern. Aber wir haben keine Munition, null. Lassen Sie nichts Nützliches zurück. Ja. Ich werde mich bemühen. Da. Was haben wir hier noch drin? Ah, da geht's weiter. Iro? Ah. Bloß nicht täuschen. Er kann nicht gefährlich. Okay. Na, Eda. Boah, Fusionskern entfernt. Super. Ich hätte gern einen neuen. Dam, di, 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 dam, dam, di, da. So. Wobei das jetzt eben momentan eh, glaube ich, nichts bringt. Ist überhaupt nichts. Ach ja. Exit-Zone, jawohl. Exit-Zone, Entschuldigung. So. Puh, ich lade mir wieder nach. Noch eine verschlossene Tür. Bitte kein Problem.
Ja, dann mach mal. Ich schaue mich hier mal kurz um. Ob irgendwas... Dicke, fette Schritte. Darauf alles vorbereitet, sobald wir durch diese Tür gehen. Super. Ich kann eh nicht laufen. Die Spins sind alle leer. Na, warte. Trottel. Ich bin halt fertig. So, schau mal, was es hier so gibt. Eigentum von Voltec. Anmelden. Bitte sorgen Sie dafür, dass die Bewohner erstens ordentlich eine Schlange bilden, zweitens direkt Volt-Anzüge anziehen, drittens erst während der Einführung Fragen stellen. Wohnbereich A1. Aha. Okay, das ist wieder so, wie wir es schon kennen, ne? Das sind halt wieder die Wohnbereiche, wo die einzelnen Leute... Jo. Mhm. Hund Spike, nicht aufnehmen. Was? Ein Hund dürfen Sie nicht mitnehmen? Das ist ja gemein. B2 und B3, da haben echt viele Leute Platz, ne? Ja, passt eigentlich. Ups, Entschuldigung. Na, ich stecke fest. So, nachgeladen sind wir. Gegessen haben wir. Dann würde ich sagen, gehen wir es an. Ich hoffe, wir finden bald eine Werkbank. Okay. Was soll das denn? Du kommst in mein Haus, erschießt meine Jungs. Hast du eine Ahnung, was mich das alles kostet? Ich wäre nicht hier, wenn dein Mädel nicht so durchtrieben wäre, Hungerhaken. Sag ihr, sie sollte öfter mal ihren Eltern schreiben. Oh, armer kleiner Valentine. Schämst du dich nicht, weil dich ein Mädchen vermöbelt hat? Am besten laufe ich wieder heim zu Papa, ja? Wärst besser weggeblieben, Niki. Das ist nicht das alte Viertel. In diesem Wort habe ich das Sagen, hörst du? Und ich lasse nicht zu, dass irgendjemand uns aufhält. Jetzt, wo es endlich gut läuft. Habt ihr doch gesagt, wir hätten ihn einfach umlegen sollen. Aber du musstest ja sentimental werden. Guten alten Zeiten und all das. Dalla, ich mach das schon. Skinny Malone hat immer alles unter Kontrolle. Tatsächlich? Und was macht die Frau dann bitte hier? Valentine hat sie sicher mitgebracht, damit sie uns alle kalt macht. Alter, was ist das für Besen? Sie zum Gehen überreden. Was ist los? Sarkastisch. Na, probieren wir's mal. Dalla, hör zu. Du hast ein Zuhause, das auf dich wartet. Du musst dein Leben nicht mit diesen Ganoven wegwerfen. Du versuchst nur mich zu verwirren. Schnapp sie dir, Skinny! Alter! Okay, das ist natürlich in die Hose gegangen, ne? Alter! Der erste ist schon mal weg. Okay, das wird nichts bringen wahrscheinlich. Na, wo? Hallo? Na komm, jetzt geht es nicht. Ja, freilich, weil die Dinge zu niedrig sind, ne? Der ist auch schon hin. So viel zu Skinny Malone. Ob man mit all den Rechen jetzt wohl leichter oder schwerer ist. Die Kugeln wiegen wohl auch einiges. Gute Nacht, mein Prinz. Auf die guten alten Tage. Sonst wird ein unangenehmes Gespräch mit Dalas Eltern, wenn ich ihnen erzähle, dass ihre Tochter das Zeitliche gesegnet hat. Nun, zumindest ist der Fall damit abgeschlossen. Ja. Verschwinden wir von hier. Es gibt Scheiße. Eine Wartungsleiter, die direkt an die Oberfläche sollte. Ja. Scheiße. Meine Überredungskunst ist einfach zum Kotzen. Sonst hätte ich die Gute jetzt vielleicht retten können. Schade. Aber... da, gehen wir auf die Seite. Wir schleichen uns am besten. Wobei, waren wir da drüben schon? Das ging ja nicht auf, ne? Da brauchten wir ja den Schlüssel. Ich hoffe, dass es jetzt geht. Ja. Da war man nämlich noch nichts drinnen. Können wir noch ein bisschen was mitnehmen. Ach ja, schade. Vertraulich, vertraulich. Okay, das hatten wir schon. Das wissen wir. Wow, das ist gut, dass wir noch hier rein sind. Fisch.
Ja, leider. Ich muss an meinen Überredungskünsten arbeiten. Ich weiß. Machst du gerade Licht für mich? Oh, danke. Oder bin ich das? Nö, das ist schon sie. Cool. Edda macht Licht. Haha, das ist fesch. Ich habe vergessen, Licht einschalten. Ja, habe ich. Gut, dann gehen wir mal wieder raus, ne? Schön gemütlich gehen. So, ja. Dam, 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 dam. Oje, da müssen wir weit hatschen. Uff. Ich habe vergessen, ich muss durch die ganze U-Bahn-Station gehen. Fuck. Scheibendreck. Habe ich voll vergessen. Naja, dann gehen wir halt. Da drüben bei der Seite waren wir eh noch nicht. Vielleicht finden wir da noch was. Ich meine, es ist schon wurscht. Ich bin eh schon mehr als hoffnungslos überladen. Nö. Nein, nein, nein. Da müssen wir nochmal vorbeikommen. Jawohl. Ach. Da habe ich was übersehen. Böse Zocki. Jo. Dann hatsch mal wieder rauf, ne? Hilft dir eh nichts. Es ist echt blöd. Jetzt haben wir eh schon so viele Taschen. Und Edda ist auch da und hat eigentlich ein paar Taschen. Jetzt müsste ich mal schauen. Ich glaube, ich gehe sogar mit dem ganzen Zeug, was wir haben, zur Roboterstation. Vielleicht kann ich die gute Edda da ein bisschen aufpimpen. Mit mehr Taschen und so. Ich werde vielleicht auch was ändern, damit sie mehr tragen kann. Weil sie war ja schon mal bei 400. Und dann habe ich ihr was gegeben, was die Tragekapazität gemindert hat. Das war, glaube ich, nicht allzu schlau von mir. War ich da drüben? Ich hoffe. Nein, war ich nicht. Da drinnen war ich nicht. Falle ist hier keine. Gut. Doch, erwarte ich. Wenn du das nicht tust, dann baue ich dich um. So. Na, komm her. Passt. Wir haben auch noch was. Da ist nichts drin. Gut. Aus dem Weg mal, meine Güte. Ich muss gehen. Und zwar schwer. So, ja. Darauf und dann sind wir schon wieder draußen. Ach, du Heilige. Ich traue mich gar nicht, ins Inventar zu schauen. Wahrscheinlich habe ich schon 500 Kilo oder so an Schrott. Da, da, di da. Da, da, di da. Warum, di, du. Ja, ja. So ist das halt. Auweia. So viel schleppen. Servus. So, da drüben raus. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Dann sind wir wenigstens mal wieder an der Oberfläche. Boy. Da hatten wir mit unserer Volt echt Glück, weil bis du da unten bist, ne? Sind die meisten eh schon gestorben. So. Posten kommen. Na komm, Ladebildschirm. Gib Gas. Bitte. Baum, baum, baum. Dam, 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 dam. Dam, di, dam, dam, da, dam. Hm, 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 hm.
dam, di dam, dam, di dam. Jawohl! Sehr gut. Und weiter geht's. Puh. Wenn ich jetzt was in einen Mülleimer legen würde, sagen wir, ich würde hier was reinlegen. Verschwindet das? Herr Valentine, ist der schon fort? Wo ist der hin? Aha, der ist schon wieder da, oder wie? Ja, ich kann zurzeit leider nicht schnell reisen. Ich bräuchte eine Werkbank. Es wäre halt ein Versuch wert, wenn ich hier zum Beispiel oder da was reinlege, ob das dann verschwindet. Ich werde einfach Sachen wählen, die wir vielleicht nicht unbedingt brauchen. Kleidung zum Beispiel. Achso, irgendwas, was, wie schwer sind wir denn? Boah, 746, die Hälfte muss ich wegschmeißen. Verflixt, da muss ich doch mit den Waffen riskieren. Die sind nämlich ganz schön schwer. Wah, jetzt habe ich zu viel weggelegt, halt. Aluminium-Baseballschläger, den behalte ich lieber noch. Den hauen wir weg, den haue ich weg, den tue ich rot. Baseballschläger rot, okay. Die behalte ich alle noch und dann eben die Kleidung, ne? Da werde ich nicht drum herum kommen. Eleganter Hut. So, ich versuche es einfach mal. So, Goldanzüge. So. Das ist nicht so schlecht. Dann brauchen wir noch ein bisschen was. Schrottteile, ja. Ich würde sagen, Besen brauche ich eigentlich nicht wirklich. Da wäre irgendwas auch noch mit 3. Da hätten wir was mit 5. Ich tue nur so weit runter, bis wir normal laufen können. Die Kochplatte gebe ich nicht her. 3. Die Eimer. 2. Der Wischmopp. 3. Der Schmortopf kommt weg. Habe ich sonst nichts Schweres? Doch, das Telefon eventuell. Achso, warte. Das Telefon müsste ich fast mitnehmen. Das hat Schaltkreise, Kupfer und so ein Graffel. Den Eimer. 3-mal. Boah, noch so viel. Die Zementsäcke. Ah, die geben schon Beton. Die gebe ich nicht her. Puh. Dann muss ich... Ja, Superkleber ist mein... Ja. Hätte ich auch genug verflixt. Da würde ich sagen... Nehmen wir noch den da. Hoppala. Den Brahim-Schädel von mir aus. Für den Fall, dass das jetzt echt verschwindet. Ich hoffe nicht. Glaskrüge von mir aus alle. Das Kissen von mir aus auch. Das von mir aus auch. Jetzt geht's langsam bergauf. Haben wir noch irgendwas? Da. Dann. Puh. Kaffeetassen von mir aus, ja. Da, die Teller tun wir auch weg. Sind auch 16 Stück. Die tue ich da mal auch weg. Schlosserhammer. Ja, was noch? Alter, wie viel Klump ist denn da noch? Gibt's ja nicht. Ist ja unglaublich. Da muss ich kurz mal... Boah, ich hab echt einen Zementsack. Will ich nicht weggeben. Das Putzmittel können sie haben. Das Trinkglas von mir aus. Der Terpentin. Die Whiskyflaschen von mir aus. Boah, ist das übel. Den von mir aus auch.
Jetzt muss ich wieder suchen. Das für mir das. Das für mir das auch. Die können sie haben. Ist ja schlimm. Malpinsel. Ja, okay. Ein bisschen noch. Kühlmittel. Kaffeetassen. Glühbirnen will ich nicht unbedingt. Gabel. Hat kein Gewicht. Die können wir weggeben. Jetzt passt. So. Na, schon wieder falsch. So, jetzt. So, ich bohrte mich mal kurz weg. Hier hin. Na, warte. Zum. Ach, wo waren das jetzt schnell? Die war's, glaube ich, ne? Robotergeschichte. Da hau ich das jetzt alles mal rein. Weil Edda und so bräuchte. Ach so, da hätte ich können. Zu den Minutemans hätte ich das auch reinschmeißen können. Das wäre vielleicht gescheiter gewesen. Ist ja wurscht. So. Laufen wir mal. Schmeißen wir da alles rein. Den gesamten Schrott. Alle Waffen, die wir nicht brauchen. Da ist nichts. Kleidung ist derweil auch nichts. Diverses. Das kann jetzt sein, dass das alles so schwer ist. Na, schon wieder verkehrt. Edda? Edda. Hey, wie kann ich dienen? Indem du mir alles gibst, was du hast. Alles nehmen. Bitte. Boy. Und Transfer. Den gesamten Schrott lagern. Dann eben auch die Waffen. Es hilft aber nichts. Die müssen weg. So, du auch. Du kommst weg. Du kommst weg. Du auch. Die Kleidung selbstverständlich kommt derweil hier rein. Das auch alles. So, ram-da-dam-da-dam. So. Hilfsmittel, diverses. So, müsste derweil passen. Jetzt bohrte ich mich wieder zurück und hoffe, dass das Zeug noch da ist. Da. Hoffen wir das Beste. Dass es noch hier ist. Sonst muss ich weinen. Na los, hopp hopp. Ist halt eine blöde Rumklickerei, aber wenn es funktioniert, wäre das echt super jetzt. Ehrlich wahr. Na los. Ja, der Fatman, ne? Der hat uns schon fett geholfen. Na hopp hopp. Geht schon. Hallo? Hör auf zu laden. Wir haben kaum Zeit noch. Hopp hopp. Und dann lädt es nämlich nochmal, weil ich wieder bohren muss. Komm. Brav. Jetzt schauen wir mal. Fehlgeschlagen. Wieso? Hä? Ja, aber das haut wenigstens hin hier. Warum fehlgeschlagen? Verteidigung. Scheiße. Da wird schon wieder scharf geschossen. Edda, komm mal her, bitte. Hey. Sicher, werfen Sie einen Blick darauf. Du kriegst, hoppala, den gesamten Schrott einmal. Wieder wild herum. Boah, das, ja, das ist echt viel. Ich hoffe, wir können das schleppen. Hoffe ich wirklich sehr. So. Jawohl, das hat sie schon mal. Dann Inventar, Waffen. Machen wir gleich hier weiter. Ich hoffe, das geht noch, ey. Na, sie kann nichts mehr tragen. Scheiße, da fehlt ein Eck. Mist, muss ich wieder was reinschmeißen. Puh, das ist echt viel, was wir da rausbekommen haben. Die eine Maschinenpistole kann ich mal hier lassen. Das hier, den hier.
Und Kleidung natürlich. Dann müsste es wieder gehen. So. Ja, das passt schon. Puh, ey. Das ist echt schlimm. So. Entschuldigung für das blöde Hin und Her. Ich könnte das natürlich machen, wenn keiner zuschaut. So. Ich bring's nochmal dort drauf. Ja. Schmeiß alles mal dort rein, weil wir brauchen ja etwas zum Graben. Ne? Ich nehme mal stark an, dass Ada oder dass wir einen Roboter bauen können, der graben kann. Denke ich mal, ich hoffe mal, der uns dann bei den Minion-Mans helfen kann. Scheiße, ich habe verdammt, die Dings habe ich nicht beschützt. Dass es sowas gibt, dass die so stark angegriffen werden, hätte ich nicht gedacht. So, eleganter Hut. So, 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 so. So, das kommt alles rein. Passt. Das habe ich einen Blödsinn gemacht. Schau schon wieder verkehrt. Ada, komm mal her, bitte. Gib mir alles, was du hast. Bitte? Ja. Na, wieder verkehrt. So, jetzt aber. Puh, der gesamte Schrott kommt jetzt rein und nochmal. Also alle Waffen, die wir nicht brauchen, zurzeit mal. So, dann alle Kleidungsstücke, die wir nicht brauchen. Oh, da hat sie, glaube ich, nichts gehabt. Dürfte wieder passen. Da muss ich jetzt nochmal porten. Ich mache das gleich fertig. Ist wurscht, auch wenn jetzt wieder ein bisschen Überlänge ist. Oder? Ja, ist ja wurscht. Also wieder dahin. Den Rest hebe ich auf. Das müsste so zum Tragen gehen. Und dann gehen wir schnell die Quest ab, wenn es möglich ist. Und dann passt es schon. Jo. Ach so, der Volt 114 wurde nie fertiggestellt. Aha, das war ein Prototyp. Ach so. Okay, dann haben wir einen hochmodernen gehabt. Auch nicht schlecht. Bararam, bam, bararam. Babaram, bam, babaram. Babaram, babaram. Babaram, bam, bam, babam. Da, da, dan, dan, da, da, da. Da, da, da. Passt. Gehen wir nochmal schnell holen. Lauf, lauf, lauf. Her mit dem ganzen Klumpert. Passt, das können wir so tragen. Gut. Dann noch ganz fix. Folge in die Quellenteilen. Ich hoffe, dass er... Was? Im Vault? Hä? Ich weiß nicht, wo der gerade drin ist. Ist er noch immer im Vault drinnen? Ich probier's mal. Ich glaube nicht, oder? Da vielleicht. Schauen wir mal. Ich probiere es einfach mal. So. Ich hoffe, dass es passt. Er müsste ja... Mir kommt vor, er ist rausgerannt. Wir konnten ja nur gehen. Komm, lad ein bisschen schneller. Oh, ruck. Perfekt. So, ist er jetzt da irgendwo? Nee, oder? Da bin ich ja komplett falsch. Ist er schon noch hinter Volt? Dann ist er noch hinter Volt, der Kerl. Da ist halt alles schon so dicht beieinander. Das ist echt unübersichtlich. Der Himmel über dem Commonwealth. Hätte nie gedacht, dass so etwas Bedrohliches so einladend aussehen könnte. Danke, dass du mich da rausgeholt hast. Wie hast du mich eigentlich gefunden? Hat doch kaum jemand gewusst, wohin ich gegangen bin. Was bist du? Ich habe Mittel und Wege. Elli. Das ist nicht wichtig. Ach, komm schon, oder? Wir wissen jetzt, dass er ein Synth ist. Und das heißt Elli. Deine Sekretärin, Elli. Sie hat mich geschickt. Tatsächlich? Ich sollte wohl ihr Gehalt erhöhen. Also, du hast deinen Sohn Sean erwähnt. Ist er verschwunden? Komm in mein Büro in Diamond City. Erzähl mir alles, was du weißt. Außerdem hast du dir die Gelegenheit verdient, dich zu setzen und deine Gedanken zu ordnen.
Danke. Ich folge dir. Wir treffen uns da. Ja, das ist besser. Wir verschwenden Zeit. Boah, hart. Nein, wir treffen uns da. Wir sehen uns dort. Wir sehen uns in Diamond City. Für dich. Sehr schön. Sei mein Valentine. Oh, schade. Level Up geht sich nicht aus. Macht nichts. Aber wer beim nächsten Mal, denke ich, wird es dann schon so sein. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!